Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Kathleen wird von ihrer Adoptivtochter Chantal schamlos ausgenutzt. Giorgio Foliano kämpft für die Rechte der völlig überforderten Mutter. Solange ich in der Ausbildung bin, müsstest du mir nämlich Unterhalt bezahlen. Das steht im Gesetz, falls du es schon mal gelesen hast. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, sich eine Arbeit zu suchen. Nutzen Sie das nicht, schmeißt Ihre Mutter Sie einfach raus. Von wegen Vorstellungsgespräch. 15 Uhr, das hat überhaupt nicht stattgefunden. Sie haben Straftaten begangen. Sie haben die Kreditkarte Ihrer Mutter einfach missbraucht, ohne ihren Willen. Wissen Sie, das ist ein Betrug, das ist eine Veruntreuung. Bei Problemen schon wieder abhauen, aber ja. Die lösen sich nicht von alleine. Was soll ich denn hier? Keiner will mich haben. Du kommst mit einem Anwalt, da habe ich keine Lust drauf. Kathleen Leistner aus Berlin muss jeden Cent zweimal umdrehen, seit ihr Mann sie vor einem Jahr von heute auf morgen verlassen hat. Die 40-jährige Altenpflegerin arbeitet schwer für ihre 1.600 Euro netto. Das Geld muss für sie und ihre 16 Jahre alte Tochter Sandy reichen. Zum Glück der kleinen Patchwork-Familie bekommt Kathleens volljährige Adoptivtochter Chantal ein Ausbildungsgehalt und lebt bei ihrem Freund Ronny Graf. Chantal? Ach, Mama, ich ziehe hier wieder ein. Moment schon mal, Tag sagen kann man aber noch, wenn man reinkommt, ja, oder? Ja, Tagchen. Also, ich und Ronny haben uns getrennt, ne? Ey, das funktioniert gar nicht. Na, Streber, wieder im Lärm. Oh, Mann. Platz doch auf. Kannst du deinen Scheiß nicht woanders lernen? Ja, sorry, aber ich brauche jetzt meine Handcreme. Das mit Ronny hat einfach überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Das geht nicht. Das tut mir auch wirklich leid für dich. Ich nehme auch jederzeit meine Kinder gerne hier auf. Das ist gar nicht das Problem. Ja. Aber ich komme gerade mal mit Sandy und mir über die Runden. So läuft das nicht. Ich habe eine Stromnachzahlung bekommen, eine neue Waschmaschine muss ich kaufen, eine Mieterhöhung habe ich bekommen. So einfach geht das nicht. Du musst deinen Teil dazu beitragen. Du bist in der Ausbildung, du hast dein eigenes Geld. Und im Übrigen, Sandy hat sich noch einen Nebenjob gesucht in der Bäckerei, um mich zu unterstützen finanziell. Nee, also eigentlich ist das nämlich so. Solange ich in der Ausbildung bin, müsstest du mir nämlich Unterhalt bezahlen. Das steht im Gesetz, falls du es schon mal gelesen hast. So ist das nämlich. Da ist aber das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen, Fräulein. Ja, das können wir ja dann immer noch sehen, ne? Also ich gehe jetzt erstmal in mein Zimmer, damit hier das Miss Streberkind weiterlernen kann. Ja, wenigstens mache ich irgendwas, ne, im Gegensatz zu dir. Was war denn das gerade? Ich muss ehrlich sagen, was mit Chantal da jetzt abgeht, so war die doch noch nie. So egoistisch, so ignorant. Und das mit dem Unterhalt. Also ich werde mich erstmal bei einem Anwalt erkundigen, ob das alles so rechtens ist. Chantals dreistes Verhalten ist Kathleen ein Rätsel. Die 40-Jährige hat nie einen Unterschied zwischen ihrer leiblichen und ihrer adoptierten Tochter gemacht. Nun möchte die Altenpflegerin von Rechtsanwalt Giorgio Foliano wissen, welche rechtlichen Ansprüche die 18-Jährige ihr gegenüber hat. Ihre Tochter ist volljährig. Ja, richtig. Gut. Dann kann ich Ihnen schon dazu sagen, also Sie sind dem Grunde nach nicht verpflichtet, Ihre Tochter bei sich wohnen zu lassen. Mhm. Streng gesagt, wenn Sie nicht möchten, dass sie bei Ihnen wohnt, könnten Sie sie auch vor die Tür setzen. Ja, darum geht es mir. Ich möchte meine Tochter nicht rausschmeißen. Sie hat doch niemanden. Also Chantal ist nicht meine leibliche Tochter. Das heißt, für mich im Grunde genommen schon. Es ist nur so, dass mein Ex-Mann sie damals mit in die Ehe gebracht hat. Mhm. Da war die Kleine gerade 2 Jahre alt. Ich habe die adoptiert. Und danach haben wir noch zusammen die Sandy bekommen. Und der Kontakt zur leiblichen Mutter, den gibt es auch nicht. Darf ich fragen, was macht Ihre Tochter? Geht die zur Schule? Macht die eine Ausbildung? Die macht eine Ausbildung als Textilfachverkäuferin. Ausbildung. Ja. Gut. Bei dem Alter denke ich mal, es wird die Erstausbildung sein. Also da kann ich Ihnen schon was sagen. Und zwar, Eltern sind verpflichtet, die Ausbildung ihrer Kinder mitzufinanzieren. Also dem Grunde nach steht Chantal Ihnen gegenüber und gegenüber dem Vater einen Anspruch auf Unterhalt zu. Ja gut, mein Mann ist vor einem Jahr mit seiner Sekretärin durchgebrannt und unseren Ersparnissen. Ich habe keine Ahnung, wo der sich aufhält. Moment. Der ist einfach, sage ich mal, untechnisch abgehauen und zahlt Ihnen gar nichts. Nein, natürlich nicht. Okay, gut, darauf werde ich dann noch mal zurückkommen. Grundsätzlich, dann müssen Sie erstmal Unterhalt leisten, wenn Sie das sich leisten können. Das heißt, darf ich fragen, was verdienen Sie denn im Monat? Was haben Sie raus? 1600 netto habe ich raus. Aber Sie wissen ja, da geht die Miete ab, da geht Strom ab, Versicherung. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Okay, allerdings, ich bin da ganz ehrlich mit Ihnen, 1600 Euro netto, da werden Sie wahrscheinlich gerade an der Stufe sein, dass Sie Unterhalt leisten müssen. Also das ist schon eine schwierige Situation. Gut, fangen wir mal anders an. Jetzt der Mann, der einfach verschwunden ist. Wenn Sie jetzt sagen, der hat auch die Ersparnisse mitgenommen, dann müssen wir gucken, dass wir da wieder rankommen. Vielleicht
beauftragen wir einfach einen Detektiv, der vielleicht rausfindet, wo ihr Mann sich aufhält. Dann können wir da wenigstens sparen. Detektiv? Wie soll ich den denn jetzt bezahlen? Also es ist ein Detektiv, mit dem arbeite ich schon seit Jahren zusammen. Machen Sie sich da keine Gedanken. Das heißt, nicht mit der ersten Tätigkeit kriegen Sie eine Rechnung. Wenn da Erspartes ist, dann wird es ja nicht um 2-3 Euro gehen. Dann können wir ja die Rechnung denn erst stellen, beziehungsweise Detektiv, wenn er den Erfolg hatte, wenn dann das Ersparte wieder da ist. Mhm. Bezüglich Chantal muss ich Ihnen sagen, da würde ich erstmal das Gespräch suchen, ganz ehrlich. Also grundsätzlich können Sie ja erklären, ja, es besteht dieser Unterhaltsanspruch, aber das ist keine Einbahnstraße. Das heißt, auch Ihre Tochter muss sich natürlich Vorteile gegenrechnen lassen. Miete, Verpflegung, die Wäsche, der Strom, das konsumiert sie ja auch alles. Das muss Ihrer Tochter schon klar sein. Das heißt, da würde ich in Ruhe einfach mal mit ihr reden und ihr das klar machen. Gut, dann verbleiben wir erstmal so. Ich werde mit meiner Tochter reden. Und wenn ich da nicht weiterkomme, werde ich mich bei Ihnen noch mal melden. Genau. Gut. Nicht nur, dass Herr Leistner seine Ehefrau hat sitzen lassen mit den beiden Kindern, keinen Unterhalt bezahlt und auch noch das gesamte Ersparte weggebracht hat. Nein, jetzt kommt auch noch Chantal um die Ecke, die Tochter, möchte auch noch Geld haben von meiner Mandantin. Also es ist wirklich heftig im Moment. Und ich muss ihr unbedingt dabei helfen. Doch während ihre Stiefmutter beim Anwalt versucht, ihre finanzielle Existenz zu retten, wirft Chantal das Geld zum Fenster heraus. Zu spät hat die 16-jährige Sandy gemerkt, dass ihre Halbschwester in die Haushaltskasse gegriffen hat. Ja, da bist du ja endlich ganz ehrlich. Chantal hat das ganze Geld aus der Haushaltskasse genommen und hat sich davon irgendwelche Sachen gekauft. Ja, hör mal, hast du sie noch alle? Du kannst sie nicht unser Haushaltsgeld verprassen. Das waren die letzten 200 Euro für diesen Monat. Also ich glaube, ich spinne hier. Hallo, du schuldest mir eh Unterhalt. Das ist halt ein Vorschuss. Davon kann ich doch shoppen gehen. Also das Geld ist abgezählt. Du kannst doch nicht einfach unser Monatsbudget verprassen. Mann, ja, sag ich ja. Ist ja nicht so, als hättest du nichts zum Anziehen. Oh Mann, ich wollte mir nur einmal was Gutes tun, damit ich nicht andauernd an diese scheiß Trennung denken muss. Ganz ehrlich, wenn ihr mich nicht hier haben wollt, könnt ihr es auch gleich sagen. Ja, davon ist doch überhaupt nicht die Rede, aber du sollst unser Geld nicht aus dem Fenster rausschmeißen. Ganz ehrlich, was willst du denn überhaupt? Guck dich da mal an. Du kannst mich gar nicht verstehen, weil von dir sowieso niemand was will. Ja, genau, deswegen hat Ronny auch mit dir Schluss gemacht, ne? So, jetzt hört mal auf, ihr zwei. Und dir sage ich was, Chantal. Die 200 Euro, die sind morgen wieder in der Kasse. Du nimmst die Sachen, tauschst die um und das Geld kommt wieder zurück. Hast du mich verstanden? Mama, aber einen Teil darf ich bitte behalten, okay? Nein, du darfst gar nichts behalten. Wir gönnen uns auch nichts. Das Geld ist morgen wieder da und es wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Ganz ehrlich, Papa hätte es niemals so gemacht. Du bist richtig gemein. Dein Papa ist nicht da. Ich werde jetzt meinen Anwalt anrufen. Das Angebot annehmen, dass er sagt, er würde mit Chantal reden. So sauer wie die ist, hört die mir eh nicht zu. Chantal hat die neuen Klamotten höchst widerwillig zurückgegeben. Gleichzeitig hat sie für den nächsten Tag einen Termin im Nagelstudio ausgemacht. Ihre Schwester hat das Telefonat mitbekommen und schickt Giorgio Foliano dorthin. Der Anwalt will der 18-Jährigen eindringlich ins Gewissen reden. Darf ich Chantal sagen? Ja, also Foliano ist mein Name. Ich bin der Anwalt von ihrer Mutter. Ach, von meiner Mutter. Das hat sie mir erzählt. Komm, wegen dem Unterhalt. Ist das richtig? Genau. Also ihre Mutter hat mir erzählt, dass sie von ihr Unterhalt haben möchten. Ja, das ist richtig. Das steht mir auch zu, oder? Ja, dem Grunde nach haben Sie recht. Dem Grunde nach haben Sie Anspruch auf Unterhalt. Aber schauen Sie, Ihre Mutter arbeitet wirklich hart. Und sie knapst immer gerade so am Einkommensminimum. Die muss jeden Euro zweimal umdrehen. Das heißt, vielleicht können wir mal darüber reden und vielleicht kriegen wir irgendeinen Weg hin, eine Lösung. Nee, also ich bin, Sie haben gerade selber gesagt, das steht mir auf jeden Fall zu. Und dann will ich das natürlich auch bekommen, ne? Schauen Sie, wie ich schon gesagt habe, Ihrer Mutter geht es finanziell wirklich äußerst schlecht. Und sie hat Ihnen mein Dach über den Kopf gegeben. Ja, das ist auch meine Mutter, das muss sie machen. Nee, das muss sie eigentlich nicht machen, sie sind volljährig. Es ist Ihnen auch zumutbar, dass Sie alleine wohnen. Und trotzdem hat sie Ihnen jetzt ein Dach über den Kopf angeboten und... Einen Moment, wir müssen noch mal kurz gucken. Ja, noch ein bisschen. Okay. Schauen Sie, wir wollen doch nur verhindern, dass jetzt hin und her gerechnet werden muss. Was Sie einsparen, was an Miete gezahlt werden müsste. Es ist schließlich Ihre Mutter. Haben Sie ein bisschen Verständnis dafür? Ich kann Sie wirklich nur bitten, verzichten Sie wenigstens für den Moment auf den Unterhalt. Schauen Sie, Sie haben doch selber auch einen Job, Sie arbeiten doch auch. Diese 350 Euro, meinen Sie? Für Fingernägel reicht es doch anscheinend auch, oder nicht? Ja, das ist doch das Einzige, was ich mir gerade mal leisten kann. Ja, ich glaube, Sie haben nicht ganz verstanden, worum es geht. Ihre Mutter hat wirklich kein Geld und Sie wollen jetzt Unterhalt haben. Ja, und ich habe wirklich auch kein Geld. Sehen Sie ja, ne? Gut, ich sehe, es hat anscheinend keinen Sinn, mit Ihnen zu reden. Danke für Ihre Zeit und... Ja. Lassen Sie schön die paar Chainchen da drunter, dass die euch ja nicht verschmieren. Chantal war so uneinsichtig, ich hätte mir das ganze Gespräch hier sparen können. Und dass sie nur 350 Euro im Monat verdienen soll, das kann ich einfach nicht glauben. Ich werde auf jeden Fall mal mit ihrem Chef reden. Ich will wissen, was sie wirklich verdient. You only see the stars when they fall like rain.
Giorgio Fogliano hat von Chantals Mutter die Adresse ihres Ausbildungsbetriebs bekommen. Er fährt direkt zu dem Bekleidungsgeschäft. Der Rechtsanwalt will wissen, ob Richard Mergler seinen Auszubildenden tatsächlich nur 350 Euro im Monat zahlt. Hallo. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche Herrn Richard Mergler. Wer möchte das wissen? Fogliano ist mein Name. Ich bin Rechtsanwalt. Der steht vor Ihnen. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Also Folgendes. Ich vertrete Frau Leistner. Das ist die Mutter von Ihrer Auszubildenden Chantal Leistner. Die werden Sie ja sicherlich kennen. Und ich muss sagen, ich habe da Sachen über den Laden gehört, die mir gar nicht passen. So wie ich erfahren habe, kriegt Chantal Leistner 350 Euro Ausbildungsvergütung. Bei einem Laden, wenn ich mir so umgucke, bei den Klamotten und den Preisen hier, das ist ja wohl ein Witz. Also ich meine, 500 bis 600 Euro, das wären ja mindestens angemessen, oder nicht? Das ist schon ganz richtig, ja. Aus rechtlicher Lage darf ich Ihnen da, glaube ich, gar keine Auskünfte darüber geben. Chantal bekommt gar kein Gehalt mehr, schon seit längerem. Moment, wie, sie kriegt gar kein Gehalt mehr? Was soll das denn heißen? Naja, ich habe sie vor 2 Monaten gekündigt, weil sie nicht zur Arbeit gekommen ist. Dann ist sie mal zu spät gekommen und dann hat sie die Kunden im Laden blöd angemacht. Ich habe mir dann irgendwann den Mund fusselig geredet, als ich mit ihr reden wollte. Und dann hat es leider nichts mehr gebracht. Moment, so wie Sie mir das schildern, das klingt ja, als ob sie um die Kündigung gebettelt hat. Naja, sie hat es schon provoziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann Ihnen ganz gerne mal die Abmahnungen auch zeigen. Wo haben wir sie denn? Da. Hier haben wir 2 Abmahnungen wegen zu spät kommens und dann die 3. war natürlich dann die Kündigung. Darf ich fragen, was hat er denn eigentlich bekommen an Gehalt, als sie noch gearbeitet hat? Na, 620 Euro. Also möchte ich mich erstmal entschuldigen, ich wollte Sie da jetzt nicht angreifen, ich habe ganz andere Informationen gehabt. Okay, dann vielen Dank, dann haben Sie mir schon mal mit den Informationen sehr weitergeholfen, dann weiß ich, was ich jetzt zu tun habe. Gut, dann gute Geschäfte, vielen Dank, ja. Also grundsätzlich hat ja jedes Kind so lange Anspruch auf Unterhalt gegenüber den Eltern, bis die erste Ausbildung abgeschlossen ist. Wenn es aber so ist wie hier bei Chantal, dass sie für die Kündigung quasi selber gesorgt hat, dann fällt dieser Anspruch weg. Um es kurz zu sagen, keine Ausbildung, kein Geld. Das Schlimmste an der Sache ist, ich glaube, dass Chantal das genau weiß und trotzdem Geld von ihrer Mutter verlangt. Am nächsten Tag klärt Giorgio Fogliano seine Mandantin über die neue Sachlage auf. Doch Kathleen freut sich nicht darüber, keinen Unterhalt leisten zu müssen. Chantals Wesenswandel bereitet ihr zu großen Kummer. Also Chantal hat keinen Anspruch auf Unterhalt mehr. So wie sie sich verhalten hat, hat sie den wirklich jetzt verwirkt. Ja gut, aber ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, ich bin so enttäuscht von meiner Tochter. Ich habe meine Kinder zu ehrlichen Menschen erzogen. Die lügt und betrügt und... Ich verstehe das, Frau Leistner, aber gehen Sie mit sich nicht so hart ins Gericht. Schauen Sie, nicht nur Sie haben Ihren Ehemann verloren, sondern sie hat Ihren Vater verloren. Ich glaube, das ist eine Art Rebellion vielleicht, dass sie jetzt mit dem Schmerz versucht umzugehen. Ja, aber trotzdem, das rechtfertigt doch nicht Ihr rücksichtsloses Verhalten. Sandy ist doch auch nicht so. Ja, aber das ist jeder anders. Aber es gibt wenigstens gute Nachrichten. Was haben Sie denn für eine gute Nachricht? Zeige ich Ihnen. Geht um Ihren Mann. Ach, haben Sie den gefunden? Ja, gefunden würde ich jetzt noch nicht sagen. Sagen wir so, wir haben wenigstens seinen Aufenthaltsort so ein bisschen einschränken können. Aha. Wir haben rausgefunden, der ist auf Mallorca und zwar mit seiner Sekretärin, der Frau Jenny Richards. Richards, ja. Genau, der hat seine Lebensversicherung aufgelöst, ist Ersparte mitgenommen. Ja. Und das finden Sie eine gute Nachricht, statt er mit seiner Freundin der Lebensversicherung und einem Ersparten in der Sonne liegt? Nein, schauen Sie, setzen Sie sich doch. Natürlich ist es keine gute Nachricht jetzt erstmal, aber wir wissen, wo er ist. Das heißt, es ist doch jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis wir die Straße rausgefunden haben, die genaue Adresse. Mhm. Und dann kriegt der gute Mann Post von uns. Und da muss er Unterhalt zahlen. Ja, okay, da haben Sie natürlich recht. Aber was ist jetzt noch mal genau mit Chantal, was den Unterhalt betrifft? Sie hat keinen Anspruch, wie ich schon gesagt habe. Das ist vorbei. Das heißt, wir kriegen langsam alles geregelt. Ja, wie gehen wir jetzt vor mit ihr? Also ich habe mir da was überlegt. Was denn? Also ich begleite Sie jetzt nach Hause. Ja. Und wir knöpfen uns Chantal mal vor. Und wir werden ihr sagen, ich kann ihr das auch gerne sagen, such dir Arbeit, zeig, dass du bemüht bist. Und wenn du die Woche nicht nutzt, landest du auf der Straße. Ich kann aber doch nicht mein eigenes Kind rausschmeißen. Nee, das kann ich nicht. Nee. Frau Leistner, Ihrer Tochter ist offensichtlich nicht klar, was im Moment die Situation ist. Sie müssen jeden Euro 2-mal umdrehen. Sie haben überhaupt kein Geld. Und was macht Ihre Tochter? Geht ihre Fingernägel lackieren, geht shoppen groß, schmeißt das Geld, das gar nicht da ist, einfach schmeißt damit um sich. Sie muss lernen, dass das Leben ernst ist. Glauben Sie mir. Wahrscheinlich haben Sie da schon recht, aber können Sie das für mich machen? Also ich helfe Ihnen dabei, kein Problem. Also ich frage mich wirklich, was mit Chantal los ist und ob ich nicht doch irgendwie Schuld an ihrem Verhalten habe. Sie ist so hinterhältig. Und ich muss wirklich sagen, ich bin so froh, dass der Anwalt mitkommt und mit mir zusammen ihr eine Frist setzt. Vielleicht hat sie ja dann endlich kapiert, was los ist.
Die fürsorgliche Kathleen fühlt sich von ihrer Adoptivtochter ausgenutzt. Es erscheint ihr jedoch zu hartherzig, Chantal mit Rauswurf zu drohen. Aber als sie mit ihrem Anwalt zu Hause ankommt, bettelt die 18-Jährige gerade ihre Oma Elka. Was sehe ich denn da? Chantal, du bist wohl von allen guten Geistern verlassen. Jetzt pumpst du auch noch Oma an. Ach, Ken, guck mal, die Haare sind ganz splissig. Das ist für einen Friseur. Du weißt doch, ich mach das doch gerne. Hör mal, die hat ihre Lehrstelle hingeschmissen. Vor 2 Monaten schon. Die ist arbeitslos und das nur, weil sie morgens zu faul ist, aufzustehen. Ey, das ist gar nicht wahr so. Die waren scheiße zu mir, die haben mich immer geärgert. So. Erzähl nicht so ein Mist. Chantal, ich habe mit dem Chef gesprochen, das stimmt nicht, was Sie sagen. Niemand hat Sie gemobbt oder geärgert oder irgendwas. Sie haben sich dort richtig fehlverhalten. Der Chef hat mehrere Male mit Ihnen versucht zu sprechen. Und trotzdem haben Sie einfach schlecht gearbeitet. Sie sind zu spät gekommen, Sie haben die Kunden schlecht behandelt, er hat Ihnen mehrere Chancen gegeben. Und Sie haben keine von denen genutzt, bis Sie gekündigt worden sind. Lügen Sie doch hier nicht rum. Ich bin so enttäuscht von dir. Du nistest dich hier ein, machst den ganzen Tag, gaukelst mir vor, du hättest Arbeit, pumpst mich an, pumpst Oma an. Was ist los mit dir, Kind? Oh, es ist gar nichts los. Alles ist gut. Nee, das ist nicht gut. Du sollst, wenn du Probleme hast, du kannst mit mir darüber reden. Also, Fräulein, dein Verhalten ist unter aller Kanone. Das ist deine Mutter. Jetzt lass mich doch einfach in Ruhe. Moment, du bleibst schön hier, Fräulein. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich möchte gerne wissen, was mit dir los ist. Ja, nichts ist mit mir. Du sollst dich aussprechen. Gar nichts. Nee, du lügst uns doch hier an. Chantal, offensichtlich wollen Sie jetzt anscheinend nicht sagen, was das Problem ist. Aber schauen Sie, Sie sind jung, Sie sind gesund und Sie können arbeiten gehen. Also, Sie haben jetzt eine Woche Zeit, sich eine Arbeit zu suchen. Nutzen Sie das nicht, schmeißt Ihre Mutter Sie einfach raus. Ja, wie? Mama, das geht nicht. Du kannst mich nicht einfach rausschmeißen. Kind, ich kann dich nicht durchfüttern, aber ich würde dir doch sogar bei der Jobsuche helfen. Leute, ich habe voll die gute Nachricht. Ich habe eine Einzelnotte. Wow, Miss Super ist wieder da. Ganz ehrlich? Ihr seid sowieso immer nur gegen mich, weil ich nicht hier andauernd eins nach Hause bringe wie unsere liebe Sandy. Aber wisst ihr was, ich habe mich schon längst nicht beworben und ich habe nämlich auch ein Vorstellungsgespräch. Ach, na siehste. Es geht doch, sie bemüht sich doch. Moment, nicht so schnell. Wann und wo soll denn bitte morgen das Vorstellungsgespräch sein? Morgen um 3, hier vorne bei Seguro. Ob ich Chantal das mit diesem Vorstellungsgespräch glauben soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sie kam damit ganz plötzlich an und sie hätte sich das ganze Theater doch sparen können. Also, ich will den Teufel mal nicht an die Wand malen. Warten wir morgen ab. Sandy glaubt ebenso wenig wie Anwalt Giorgio Fogliano, dass Chantal tatsächlich ein Vorstellungsgespräch hat. Am nächsten Nachmittag ist die Gymnasiastin auf dem Weg zu ihrem Nebenjob in eine Bäckerei. Da begegnet sie zufällig Chantal und ihrem Ex-Freund Ronny Graf. Hey, ihr zwei. Oh, nee, ey, ganz ehrlich, ich hab schon wieder vergessen, dass meine Streberschwester arbeiten muss. Hi, Sandy, alles klar? Ja, alles klar, aber es ist 3:15. Hast du nicht gleich einen Vorstellungstermin? Ja, aber es wurde verschoben. Außerdem bin ich ja wohl gerade beschäftigt, siehst du ja? Ich hatte noch ein paar Sachen von ihr. Ach so, und es wurde verschoben, bist du dir sicher, ja? Ja, hab ich doch wohl gerade gesagt, ne? Ich glaub dir kein Wort. Ich wette, du hattest nicht mal einen Vorstellungstermin. Was soll das denn jetzt heißen, als ob ich mir sowas ausdenke, ey? Ja, hast du ganz sicher. Ich meine, es kann doch nicht wahr sein, dass Mama und ich die ganze Zeit arbeiten gehen und du dich einen Scheißdreck drum kümmerst. Jetzt fängst du auch noch damit an. Ja, tu ich. Ich meine, wir müssen Mama unterstützen, wir müssen ihr helfen. Und du führst dich auf, als wärst du die größte Diva und machst, was du willst. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Ey, ganz ehrlich, das musst du mir gerade sagen, ne? Ja, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich muss mir das nicht geben. Komm. Ja, komm, ey. Zur selben Zeit erhält Kathleen erneut schlechte Nachrichten. Die Altenpflegerin findet nach einer 10-stündigen Schicht eine Rückzahlungsforderung der Kindergeldkasse vor. Geschockt hat sie Giorgio Fogliano angerufen und ihn um Hilfe gebeten. Zu ihrem Glück war der Anwalt gerade in der Nähe. 368 Euro für die beiden Monate, ja? Ja. Also wenn ich das so sehe, ist die rechtliche Lage meiner Meinung nach relativ eindeutig. Also ihre Tochter war ja nicht in der Ausbildung. Wenn sie nicht in der Ausbildung ist, hat sie keinen Anspruch auf Kindergeld. Es sei denn, sie war arbeitslos gemeldet. Das war sie aber auch nicht. Mhm. Wie haben Sie denn mit dem Kindergeld gemacht eigentlich? Hat sie das direkt bekommen oder über Sie? Nein, ich habe ihr das überwiesen. Die hat doch mit dem Ronny zusammen gewohnt. Und dadurch stand ihr das ja auch zu. Und dann habe ich ihr das überwiesen. Tja, und wie Sie sehen wollen, die das jetzt von mir wieder haben. Und ich habe gerade mal 100 Euro. Wie soll ich das machen? Ja, also den einzigen Weg, den ich im Moment sehe, das ist ja relativ deutlich. Ich muss die Kindergeldkasse kontaktieren und gucken, ob wir eine Ratenzahlung hinkriegen. Raten, die sie sich leisten können im Monat, gar keine Frage. Das wäre nett, ja. Einen anderen Mama? Weg? Du weißt nicht, wen ich in der Stadt getroffen habe, Chantal. Ach, komm mal, hallo, ich wusste nicht, dass sie da ist. Ja, wie, Chantal und? Als ich zur Arbeit musste,
Da habe ich sie mit Ronny in der Stadt getroffen. Die haben irgendwelche Sachen ausgetauscht. Was jetzt auch egal ist, auf jeden Fall war es 3 Uhr. Und in der Zeit hatte sie doch ihr Vorstellungsgespräch. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie das nicht hatte. Hat die irgendwas dazu gesagt? Naja, dass es verschoben wurde, aber glaubst du es, Mama? Ach, hat man doch gestern schon nicht geglaubt. Ja, Frau Lesner, ich habe mir sowas schon gedacht. Ich habe die Nummer von dem Arbeitgeber schon mal rausgesucht gehabt. Wunderbar. Wollen Sie da mal anrufen und einfach mal fragen? Gerne. Wählt schon. Ja, guten Tag. Kathleen Leistner, mein Name. Meine Tochter Chantal hatte doch heute um 15 Uhr einen Vorstellungstermin bei Ihnen. Chantal Leistner. Noch nie gehört. Okay, ju, danke schön. Entschuldigen Sie die Störung. Wiederhören. Ja, hab ich doch gesagt. Gehört, ne? Ja. Voll gelogen. Also mir platzt wirklich der Kragen. Also der gebe ich jetzt wirklich nur noch die paar Tage Zeit, die sie hat. Und dann, wenn da nichts passiert, ich setze sie vor der Tür. Chantal verhält sich wie so ein pubertierender Teenager, der seine Grenzen austesten möchte. Und weil sie bis jetzt jedes Hilfsangebot ihrer Mutter abgelehnt hat, muss sie jetzt einfach mit den Konsequenzen rechnen. Kathleen Leistner wird von ihrer Adoptivtochter Chantal schamlos belogen und ausgenutzt. Nun hat die Altenpflegerin der gefeuerten Auszubildenden ein Ultimatum gestellt. Wenn Chantal sich nicht binnen einer Woche um einen neuen Job kümmert oder sich wenigstens arbeitslos meldet, fliegt sie zu Hause raus. Das nimmt die 18-Jährige allerdings überhaupt nicht ernst. Oh, ich war bei Ronny hier, das sind Sachen, die müssen gewaschen werden. Ach, die müssen gewaschen werden. Du weißt ja, wo die Waschmaschine ist, ne? Ja. Ja, was ist? Ich hab rausgekriegt, dass du mich schon wieder belogen hast, ne? Von wegen Vorstellungsgespräch. 15 Uhr, das hat überhaupt nicht stattgefunden. Ich habe bei deinem Chef angerufen und er hat gesagt, dass er überhaupt nichts davon weiß. So, und ich weiß, was ich glaube. Du willst überhaupt gar keinen Job haben. Hey, kann ich nicht mal kurz nach Hause kommen, ohne dass ich jedes Mal direkt vollgelabert werde? Hör mal, weißt du, verstehst du überhaupt, worum es hier geht? Ich sag, ich schufte mich hier kaputt, um uns zu ernähren. Ja, dann wasche ich halt die Klamotten selber. Hör mal, willst du mich eigentlich verarschen? Es geht doch nicht darum, ob du jetzt die Wäsche selber wäschst oder nicht. Du kannst bei deinem hippen Lebensstandard nicht bleiben, ohne was dafür zu tun. So, und jetzt sag ich dir was. Ich gebe dir 3 Tage Zeit. Da hast du entweder einen neuen Job oder du hast zumindest einen Antrag auf Hartz IV ausgefüllt. Und wenn du das nicht getan hast, dann schmeiß ich dich raus. Hartz IV, ich geh doch nicht zum Jobcenter, hallo? Da muss ich nachher noch irgendwelche Klos putzen oder sonst irgendwas. Das geht nicht. Das ist völlig egal. Meine Sendung fängt jetzt auch an. Ich gehe dann kurz dahin. Ne? Ich wasche das dann auch selber. Keine Sorge, manchmal. Du wirst dich schon noch wundern, was ich alles kann, Fräulein. Ja, Mama. Ja, ich weiß ja eigentlich, dass meine Mutter alles durchzieht, was sie so sagt. Aber bei Sandy und mir ist das natürlich was anderes. Da kann die das nicht. Also ich glaube, ich mache mir keine Sorgen. Ich werde schon nicht auf der Straße landen.